Hi ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mami Blog. Es ist mal wieder soweit und es gibt endlich wieder mal ein Brotdosen-Video. Früher habe ich immer gedacht, ich mache ja vieles gern selbst, aber Brot, also echt, man kann es auch übertreiben. Aber da hat sich bei mir so einiges geändert, seitdem ich Yannick halt jeden Tag sein Frühstück mitgebe. Und mir ist einfach aufgefallen, dass Brot viel schneller selbst gemacht ist, als man denkt. Und dass es einfach total viel Abwechslung in die Brotdose bringt, weil gerade Brot ja, also bei uns jedenfalls, immer mit drin ist. Und deshalb geht es in diesem Brotdosenvideo hier mal hauptsächlich um sehr einfache, aber mega leckere Brot- und Brötchenrezepte. Passend zum Video haben wir im Mami-Blog-Shop aktuell gerade eine Brotdosenwoche. Hatten wir noch nie, mit Rabatten rund um die Brotdosen und allen Ausstechern, die wir führen. Und obendrauf gibt es mal wieder eine kleine Überraschung und das ist mega passend zum anstehenden Muttertag, finde ich. Da denke ich halt vor allem an diejenigen, deren Mamas weiter weg wohnen, wie meine zum Beispiel. Wir legen bis zum Muttertag in jedes Paket einen Bloom & Wild Gutschein im Wert von 15 Euro mit rein. Bloom & Wild verschickt so kleinere Sträuße, die man sich selbst zusammensetzen kann und auch größere schon gebundene Sträuße, die sogar schon ein Glas mit dabei haben, das man dann als Blumenvase zum Beispiel verwenden kann. Das Brotdosenvideo hat übrigens hauptsächlich Sari gedreht. Sari haben einige von euch ja schon vermisst, wie ich aus den Kommentaren entnehmen konnte. Ihr Fehlen hat einen Grund und zwar hat sie mit ihrem Mann Christian zusammen gerade einen Online-Shop eröffnet. Der ist super schön geworden und den muss ich euch natürlich immer vorstellen. Wer Christian und Sari kennt, der weiß, dass dieser Shop richtig, richtig authentisch geworden ist. Ich glaube, bei den beiden zu Hause ist alles aus Paletten. Also ist es auch ein, naja, sagen wir, Vintage-Palettenmöbel-Shop geworden. Die Sachen, die sind alle irgendwie total besonders. Wer den Stil also schön findet, der muss unbedingt mal vorbeigucken. Die Auswahl ist riesengroß, ich kann hier gar nicht alles zeigen. Und Sari hat mich aber gefragt, ob ich jetzt drei Artikel mal raussuchen kann, die sie speziell für euch für ein paar Tage mit 20% reduzieren soll, kann, möchte. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Meine drei Lieblingsartikel sind diese Sitzbank hier, die Obstkiste mit Decke, die kann als Sitzbank dienen und bietet gleichzeitig aber auch Stauraum. Ist sowohl fürs Kinderzimmer als auch für draußen gedacht, für die Terrasse. Und gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, also in verschiedenen Farben. Und mein dritter Lieblingsartikel ist dieses XXL Bodenkissen hier. Ist auch für drinnen und draußen verwendbar. Gibt es in 20 verschiedenen Farben und 5 verschiedenen Größen. Saris Aktion läuft bis Donnerstag, den 3. Mai, genauso lang wie unsere Brotdosenwoche. Schaut also vorbei, wenn ihr mögt. Und wenn ihr da wart, dann schreibt doch einfach mal hier euren Lieblingsartikel in die Kommentare. Ich glaube, Sari freut sich darüber mega und ich glaube, es ist auch ein super Feedback für die beiden. Und ich finde, ich habe jetzt auch schon wieder genug gequatscht und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Rezepte findet ihr übrigens in der Infobox auch alle zum Download. Wir beginnen mit super saftigen, so ein bisschen süßlichen Apfelkarottenbrötchen. Wirklich mega lecker und super einfach. Kinder können dabei mithelfen. Sari Soraya zeigt, wie es geht. Ihr gebt 400 Gramm Dinkelmehl in eine Schüssel. Das muss nicht unbedingt Dinkelmehl sein, ist aber nochmal ein Ticken gesünder. Und es stört auch nicht. Jetzt kommt ein Päckchen Trockenhefe dazu und eine große Prise Salz. Vermengt die drei Zutaten ein bisschen und gebt dann 80 ml lauwarmes Wasser, 50 Gramm Rapsöl und 80 ml Saft nach Belieben dazu. Sari und Soraya haben jetzt Orangensaft genommen, ihr könnt aber auch einen anderen Saft nehmen. Jetzt darf ordentlich durchgeknetet werden. Wer mag, gibt noch 2 Esslöffel Süße dazu, zum Beispiel Agavendicksaft. Jetzt schmeißt ihr den Teig in eine Schüssel, bedeckt ihn mit einem Geschirrtuch und lasst ihn 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Währenddessen raspelt ihr 100 Gramm Äpfel und 100 Gramm Karotten, gebt sie nach den 30 Minuten zu dem Teig, knetet alles nochmal richtig schön durch und lasst das Ganze jetzt nochmal eine Stunde abgedeckt gehen. Ist der Teig dann noch viel zu klebrig, gebt einfach nochmal ein bisschen Mehl dazu. Etwas klebrig sollte die Konsistenz aber schon sein. Rollt jetzt eine Rolle, schneidet gleich große Portionen ab, die ihr rollt und dann in Haferflocken wälzt. Die Brötchen werden jetzt im vorgeheizten Backofen bei Ober-Unterhitze und bei 200 Grad ungefähr 25 bis 30 Minuten gebacken. Und so sehen sie jetzt aus. Ich finde, man sieht ihnen echt an, dass die wirklich lecker sind. Ihr könnt sie genauso mitgeben, wie sie sind, oder ihr beschmiert sie noch mit ein bisschen Butter. Das schmeckt beides einfach echt gut. Dazu kommen bei mir jetzt hier ein paar Physalis. Auch sehr gerne für die Brotdose mache ich Hackbällchenspieße, die ihr im Prinzip mit allen möglichen Resten aus dem Kühlschrank machen könnt. Ich hatte jetzt noch Mozzarella da, aber ihr könnt auch einfach Tomate nehmen, Feta, Olivenmango oder irgendwas anderes, was ihr da habt. Zu Hackbällchen passt ja total viel. Jetzt tätowiere ich noch eine Babybanane, das mache ich immer gern. Die packe ich bei Yannick immer gern in die längliche Kammer der Box. Und ein paar Pistazien für die Mitte. Schütteln mache ich jetzt fürs Video immer gerne, um zu zeigen, dass danach meistens immer alles fast exakt am gleichen Platz ist, wo wir es hingetan haben. Und wenn weniger feste Sachen oder sogar Flüssigkeiten drin sind, um zu zeigen, dass sie halt wirklich dicht hält.
Das nächste Frühstück zeige ich euch in der Bento Fresh. Das ist eine andere Brotdose, die wir auch im Shop haben. Die unterscheidet sich von der Bento Kids darin, dass sie so ein bisschen größere Fächer hat. Sie ist eigentlich deshalb nach meiner persönlichen Einschätzung jetzt besser fürs Mittagessen geeignet als fürs Kinderfrühstück. Aber hier sieht man, fürs Frühstück passt es auch. Hat insgesamt nur 3 auslaufsichere Fächer. Das große Fach kann auch mit einer Trennwand unterteilt werden. Beginnen wir wieder mit dem Brot. Das ist natürlich wieder selbst gemacht, super einfach, super lecker. Ihr braucht dafür 500 Gramm Quark, 2 Eier, 500 Gramm Mehl, 2 Päckchen Backpulver und 2 Teelöffel Zucker mit 2,5 Teelöffel Salz vermengt. Gebt jetzt alle trockenen Zutaten zusammen und verrührt einmal. Und jetzt kommen noch Eier und Quark dazu und dann kann eigentlich auch schon geknetet werden. Wer mag, nimmt die Küchenmaschine zu Hilfe, ist aber nicht nötig. Und so einfach geht Brot, unglaublich aber wahr. Nehmt den ganzen Teigbatzen, legt ihn auf ein Blech mit Backpapier und backt 45 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Fertig ist ein super leckeres und saftiges Quarkbrot mit richtig leckerer und knuspriger Kruste. Das Brot wird jetzt für die Frühstücksbox noch ein bisschen verschönert. Dafür habe ich mit einem Mini-Keksausstecher ein paar Blümchen ausgestochen. Den gleichen Ausstecher benutze ich jetzt nochmal für ein paar Käsestücke. Damit keine Reste entstehen, drückt ihr nachher einfach die jeweils übrig gebliebenen Teile zusammen. Also zum Beispiel die Käseblümchen in die Karottenreste und die Karottenblümchen ins Brot. Das Brot könnt ihr jetzt natürlich beliebig belegen. Hier habe ich ein bisschen Butter und Frischkäse mit Schnittlauch drauf getan. Dazu gibt es jetzt eine von diesen kleinen Snackgurken, die immer noch so ein bisschen interessanter aussehen, wenn man sie jetzt nicht komplett schält, sondern wenn man die Schale in Streifen so dran lässt. Dazu kommen ein paar Ampelspieße, dafür habe ich in 3 Stücke dreifarbiger Paprika mit Keksausstechern Kreise gestochen und sie auf ganz normale Zahnstocher gespießt. Ich finde, die sehen super süß aus und Yannick fand die auch total interessant. Achtet nur darauf, dass euer Kind schon alt genug ist, um mit den Zahnstochern umzugehen. Hier besteht natürlich sonst Verletzungsgefahr. Die Reste werden jetzt natürlich nicht weggeschmissen, sondern schneide ich mir direkt in Stückchen und verwende die später noch für einen gemischten Salat. Und wenn ihr einen grünen Apfel und einen roten da habt, finde ich es auch noch total hübsch, wenn man beide Farben in Streifen schneidet und einfach beide Sorten abwechselnd anordnet. Ist kein Hexenwerk und sieht doch gleich irgendwie viel netter aus. Und auch bei dieser Bento-Box sitzt nach dem Schütteln alles an seinem Platz. Die nächsten Brötchen wirken etwas aufwendiger, aber höchstwahrscheinlich backt man diese Brötchen nicht nur einmal, weil sie wirklich überzeugen und den Ablauf hat man ganz schnell drin. So gut an den Brötchen ist, dass sie eine mega leckere Kruste haben, von innen aber noch super saftig sind. 700 Gramm Kartoffeln werden geschält, klein geschnitten und mit 2 Teelöffel Salz gekocht. Wenn ihr noch Kartoffelreste im Kühlschrank habt, dann könnt ihr natürlich auch die nehmen. Währenddessen gebt ihr ca. 4 Esslöffel Leinsamen und 4 Esslöffel Kerne und Saaten nach Belieben, da könnt ihr irgendwas nehmen, in eine Tasse und weicht sie in Wasser ein. Jetzt mischt ihr insgesamt 660 Gramm Mehl. Ihr könnt jetzt Weizenmehl nehmen oder ihr macht es wie Sari hier und mischt Weizenmehl mit Vollkornmehl. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen gesünder. Auch hier kommen jetzt noch mal 2 Teelöffel Salz dazu. Vermengt die trockenen Zutaten einmal kurz, gießt jetzt die Kartoffeln ab und zerstampft sie. Fangt beim Abgießen 120 ml von dem Kochwasser auf. Da schwimmen jetzt einfach viele Vitamine rum und ihr braucht gleich eh noch Flüssigkeit. Jetzt vermengt ihr ein Päckchen frische Hefe mit so ein bisschen Kochwasser und gebt noch 2 Esslöffel Olivenöl dazu. Und den Rest des Kochwassers gebt ihr einfach zu den Kartoffeln. Zerstampft nochmal so ein bisschen zum Brei. Gebt die abgegossenen und aufgeweichten Saaten jetzt ebenfalls noch dazu und vermischt jetzt das ganze Kartoffelgemisch mit dem Mehlgemisch. Hier kommt jetzt noch die Hefe dazu. Alles wird gut durchgeknetet. Der Teig sollte feucht, aber nicht zu klebrig sein und kann jetzt abgedeckt 30 Minuten lang gehen. Jetzt könnt ihr ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche zur Rolle rollen, wieder in gleich große Portionen schneiden und Brötchen draus formen. Den Backofen heizt ihr auf 190 Grad vor und hier noch ein Tipp, die Kruste wird umso leckerer, je mehr Dampf im Ofen ist. Dafür kippt ihr einfach eine halbe Tasse Wasser im heißen Ofen aus. Schiebt jetzt die Brötchen rein und backt sie 40 Minuten. Und ihr seht jetzt schon, die Kruste ist echt super knusprig. Die Brötchen sind wirklich der Hammer. Probiert ihr unbedingt aus. Für diese Brotdose hier hat Sari jetzt das Brötchen mit so einem normalen Aufstrich aus dem Supermarkt bestrichen. Tomate, Mozzarella war das. Ein paar Snackmöhren dazu gepackt. In die Mitte kommt eine halbe Maracuja, die sich Soraya später dann in ihren Naturjoghurt mischen oder auch pur essen kann. Dazu kommen jetzt noch ein paar Paprikastreifen und die Box ist ausgefertigt. Und zum Schluss kommt noch ein richtig schönes Vollkornbrot mit viel gesunden Superfood-Zutaten. Hat eine schwere und festere Konsistenz, ist aber auch super lecker, weil es richtig schön kernig schmeckt.
Dafür mixt ihr 100 Gramm Haferflocken im Mixer zu Mehl. Mittlerweile spare ich mir diesen Schritt übrigens und nehme einfach zarte Haferflocken, das macht überhaupt keinen Unterschied. Jetzt gebt ihr 400 Gramm Mehl dazu, 3 Esslöffel Chiasamen, 2 Esslöffel Leinsamen, 2 Esslöffel Flohsamenschalen. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr da habt, irgendwelche Saaten halt. Und 400 Gramm einer Mischung von Sonnenblumenkernen und einem Kernmix, den ihr zum Beispiel bei Aldi bekommt. Vermischt erstmal wieder alles miteinander und dazu kommt jetzt noch ein Esslöffel Salz, ein Esslöffel Apfelessig, ein Esslöffel Süße, hier zum Beispiel Agavendicksaft. Und nachdem das alles wieder vermengt ist, gebt ihr noch 625 ml Mineralwasser mit Kohlensäure dazu, verrührt wieder, deckt mit einem Geschirrtuch ab und lasst das Ganze eine Stunde ruhen. Jetzt gebt ihr das Ganze in eine Kastenform, heizt auf 180 Grad vor und backt das Brot 50 bis 60 Minuten lang auf Ober-Unterhitze. Alle Brote übrigens lassen sich natürlich auch einfrieren. Ich mache das immer so, dass ich morgens eine Scheibe in den Toaster stecke. Ihr könnt sie aber auch bei Raumtemperatur zum Beispiel oder in der Mikrowelle auftauen lassen. Jetzt beschmiere ich das Brot hier mit Frischkäse, belege es mit Salat und Salami und steche dann mit meinen Fun Bites aus. Das ist übrigens der Ausstecher, den ich persönlich von allen Ausstechern am meisten in Gebrauch habe. Funktioniert super bei jedem Brot, auch für Obst und Gemüse kann man benutzen, aber ich nehme ihn hauptsächlich für Brot. Wie gesagt, alle Ausstecher sind im Mami-Blog-Shop gerade reduziert. Was ich sehr gerne im alltäglichen Zeitstress für Yannicks Frühstück kaufe, sind diese kleinen Babysorten hier, beziehungsweise so ein Snack-Gemüse. Das Gute daran ist halt, ich kann die Sachen einfach so, wie sie sind, in die Box dazu tun und muss irgendwie nicht viel schnibbeln am Morgen. Zu diesem Snack-Gemüse oder auch zu normalen Gemüsesticks natürlich passt auch super ein fertiges oder auch ein selber gemachtes Salatdressing. Das war schon wieder bei Mami-Blog. Alle Links zu den Shops und den reduzierten Artikeln findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis ganz bald.